Das hier ist Herr Fröhlich. Und das ist seine Tochter Lotta. Lotta geht auf die Sonnenschule. Besonders gerne mag sie den Sportunterricht. Leider sind immer zu wenig Sportgeräte vorhanden und auch viele kaputt. Herr Fröhlich möchte der Sonnenschule gerne helfen, die Ausstattung der Sporthalle schnell zu verbessern. Vor kurzem hat er da was über einen Sammeldrachen gehört, mit dem dies ganz einfach möglich ist. Und das hier ist der Sammeldrache. Gemeinsam mit Schulen und Kindergärten sammelt er allerhand Dinge ein, die nicht mehr gebraucht werden, aber eigentlich noch verwendet werden können. Für alle gesammelten, intakten Artikel erhalten die Schulen und Kindergärten vom Sammeldrachen sogenannte grüne Umweltpunkte, die GUPS. Diese Punkte können die Einrichtungen dann im Online-Shop des Sammeldrachen gegen viele tolle Prämien tauschen. Etwa Lese- und Lernmaterial, Sportgeräte, Spielzeug, Computer und vieles mehr. Das macht der Sammeldrache nun schon seit über 10 Jahren und unterstützt so bereits rund 13.000 Schulen und Kindergärten in Deutschland bei der Verbesserung ihrer Ausstattung. Der Sammeldrache nimmt leere Druckerpatronen an, die wieder befüllt werden können. Dafür verteilt er an Schulen und Kindergärten sowie Unternehmen, die Einrichtungen sponsern, kostenlos praktische Sammelboxen für die leeren Patronen und Kartuschen. Für alle Patronen, die noch wiederverwendet werden können, gibt es GUPS und Prämien für die Einrichtung. Herr Fröhlich bestellt gleich eine Box für seine Firma, die Hilftgern AG, die nun zugunsten der Sonnenschule sammelt. Schon nach kurzer Zeit hat die Sonnenschule genug Punkte für neue Bälle, weitere Sportgeräte und vieles mehr für die Schulausstattung gesammelt. Darüber freuen sich Lotta und ihre Mitschüler sehr. Machen auch Sie mit für die Schule oder den Kindergarten Ihrer Wahl. Anmeldung und alle Infos unter www.sammeldrache.de.